Mein Name ist André Gorohoff, ich bin angehender B-Trainer und wir stellen im Folgenden die Spielform König gegen Arbeiter vor. Marc und Niklas werden mir dabei helfen. Los geht's! König gegen Arbeiter bedeutet zunächst mal einen Spieler, der privilegiert ist. Das ist der König gegenüber einem anderen Spieler, der mehr Aufgaben auf dem Feld übernimmt. Das ist der Arbeiter. Die Feldbereiche, die jeder Spieler zu decken hat, sind durch die kleinen Hütchen am Spielfeldrand markiert. Das blaue Hütchen markiert die Vorhandseite im Vorderfeld, die der König zu decken hat, und die drei roten Hütchen markieren die Feldbereiche, die der Arbeiter zu decken hat, nämlich die beiden Hinterfeldecken und die Rückhandecke vorne. Wie hier in der Zeitlupe gut zu sehen ist, kommt es darauf an, dass beide Spieler jeweils das ganze Einzelfeld decken, damit die Spielform auch wettkampfgemäß durchgeführt werden kann. Besonders empfehlenswert sind diese Varianten vor allen Dingen, wenn man Spieler hat, die unterschiedlich spielstark sind. So empfiehlt es sich zum Beispiel, manchmal ein halbes Feld gegen das ganze Feld spielen zu lassen, um so auch für den stärkeren Spieler, der dann das ganze Feld decken muss, einen höheren Anreiz zu setzen. Die Spielform König gegen Arbeiter ist in ganz verschiedenen Varianten denkbar. Ob nun wie hier ganzes gegen halbes Feld die beiden Hinterfeldecken gegen das ganze Feld oder so wie hier die beiden Hinterfeldecken plus eine Vorderfeldecke. Wie ganz links beispielhaft dargestellt, ein beliebiger Feldbereich gegen 2 bis 4 Feldbereiche oder wie in der Mitte dargestellt, das Hinterfeld gegen Vorderfeld und Midcourt, das heißt der Arbeiter, der viel abwehren und die Drops alle hoch zurückspielen muss und der König, der eben mit Drop, Smash, Schnittvarianten finden, angreift aus dem Hinterfeld. Oder aber das gesamte Vorderfeld gegen 3 oder 4 Feldbereiche für den Arbeiter. Das einzige, was nicht passieren sollte, dass der König nur in seiner Ecke stehen bleibt und den Ball immer zurückspielt, denn das ist nicht wettkampfgemäß. Viel Spaß beim Ausprobieren!